Wenn eben die Zimtsterne leuchten und wenn Staubzucker schneit, dann ist soweit, dann ist Weihnachtszeit. Schokolade, Marmelade, Zucker, Eier, Mehl und Zimt. Zum Backen ist ja Zeit, weil der Advent beginnt. Ein bisschen Honig von den Bienen, Nüsse, Mandeln und Rosinen. Dann kommt der Teig ins Rohr und die Keks werden wunderbar. Dann werden sie gut versteckt, dass man sie nicht entdeckt. Und trotzdem sind die Besten bis Weihnachten weg. Als Kind hab ich glaubt, im Köller wohnt die Hex. Doch heut weiß ich genau, da findet man die Keks. Wenn die Zimtsterne leuchten und wenn Staubzucker schneit, dann ist soweit, dann ist soweit. Wenn der Lebkuchenduft in die Stube meine kriecht, dann weiß man genau, wie Weihnachten riecht. Und die Vanillekipferl, vielleicht ein kleines Zipferl. Und erst die Linzer Augen, die können so lieb schauen. Das letzte Kokosbusserl für dich, mein Schatz, das schenk ich dir, weil ich sonst platz. Wenn die Zimtsterne leuchten und wenn Staubzucker schneit, ja dann ist Weihnachtszeit. Zwischen Weihnacht und Neujahr nimmt man sich so vieles vor. Man fährt zu die Verwandten, zu die Onkeln und die Tanten. Zuerst ein Schnitzel, dann ein Jausen. Essen gibt's im Überfluss und dann 15 Sorten Keks mit und ohne Zuckerguss. Und am Silvestertag, das schlechte Gewissen nockt, dann nehmen wir uns dann vor, keine Keks im neuen Jahr. Doch schon zu Dreikönig vergessen wir drauf und machen schon wieder die Keksdosen auf. Wenn die Zimtsterne leuchten und wenn Staubzucker schneit, dann ist soweit, dann ist soweit. Wenn der Lebkuchenduft in die Stube meine kriecht, dann weiß man genau, wie Weihnachten riecht. Und die Vanillekipferl, vielleicht ein kleines Zipferl. Und erst die Linzer Augen, die können so lieb schauen. Das letzte Kokosbusserl für dich, mein Schatz.